Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zum letzten Rennen dieses Jahr in Brasilien. Gegen die Strecke, jawohl, Aufmerksamkeitstraining. Das müssen wir trainieren, das müssen wir trainieren, das müssen wir trainieren. Oh, warte mal. Mal den nochmal raus. Den rein. Oh, das sind die großen, das sind 4. 3. 3. Ich wollte gerade sagen, fast noch 3 rein. Ich wollte gerade sagen, hier, was soll denn das hoher Kontostand? Ja, das interessiert mich relativ wenig. Auf geht's, simulieren. Brasilien ist der letzte Grand Prix. So, zurück hier nach einem kurzen Cut. Brasilien steht vor der Tür. Kam doch glatt die Post gerade. Unfassbar. Wenn du dafür die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht. Interessiert mich nicht, danke. Auf geht's zum Rennwochenende. Letztes Rennen dieser 9. Saison. Rennen Nummer 90. So, Arbeitsplatz. Wettervorhersage. Bewölkt. Okay, macht nichts. Training 1. Auf geht's. Man kann das Training auch überspringen. Wir kennen die Strecke auswendig. Aber trotzdem, wir nehmen es mit. So, es lädt. Magnussen sitzt im Auto, das letztes Jahr hier gewonnen hat. Auf geht's, fliegende Runde. Nächstes Jahr hier kein Rennen mehr in Brasilien. Okay, your goal is to get through as many corner gates as quickly and precisely as possible. Best of luck out there. Zone is coming up. Get ready to open it. Distance is on your MFD. Das ist natürlich das Ergebnis aus Sochi wieder gut machen. Wir wollten in Sochi gewinnen. Hätten wir eigentlich auch geschafft, aber ja. Dann kam der Matsushita-Vorfall. Der war natürlich ärgerlich, klar. Aber wir können ihn nicht mehr rückgängig machen. Wir können nur schauen, dass wir jetzt in Brasilien das machen, was wir in Sochi machen wollten. Und zwar gewinnen. Grün. Passt. Great stuff. You've pretty much nailed this circuit. This is a really strong foundation to build from over the for the weekend, yes. Das stimmt. Aber wir haben, wie gesagt, noch das Qualifying vor uns. Wir haben noch hier das Qualifying Tempo vor uns. Noch ein bisschen was zu tun. Und wir haben morgens Rennen ja auch noch 18 Runden.
Ich glaube, wenn ich jetzt so überlege, es war noch nie so eine Saison, dass wir gesagt haben, mehr als drei Rennen, wo wir ausscheiden oder wo wir nicht mehr in die Punkte kommen. Okay, this is a quali sim. Bis auf die erste natürlich, die wir von außen vorhalten. So, Qualifying Tempo. Dotto 3, Norris 4, De Vries 5, Kvyat aktuell 2. Der Russe in seinem letzten Rennen. Das heißt, da müssen wir von dem Thumbnail sein muss. So, da fährt jetzt einer vorne raus. Albon ist es. Und der fährt uns wahrscheinlich voll in die Runde rein. So richtig Mercedes-like, wie er ist. Und natürlich auch gar nicht auf die Seite fahren. Doch, jetzt auf die Seite fahren. Das gerade noch kapiert, dass wir auf einer schnellen Runde sind hier gerade. Und dass wir gerne eine schnelle Runde fahren würden oder sie fahren müssen. Einiges liegen lassen in Zeit. Der Ries hält immer noch seinen 5. Platz, der Holländer. Auf harten Reifen ist er noch deutlich langsamer als wir. Ja. Schau dir das an. Kann doch nicht dein Ernst sein, Alter. Hier kommt von hinten jemand an, der doppelt so schnell ist wie du. Aber egal, fahren wir einfach doppelt so langsam. So, ohne Probleme. Okay, test complete and that was a very good job indeed. We got a lot of valuable info. That was a heck of an impact. Let me know you're okay. Oh, was? Das ist die Ansicht von Nico Frieser. Wir bremsen für die Kurve. Boah, der beschleunigt da voll in uns rein. Uff. Ist übrigens auch cool, das der viereckige Reifen hinten. Boah! So müssen wir sagen, dass seine Nase ganz geblieben ist bei dem Sink. Das kann es auch nicht sein. Der beschleunigt da voll in uns rein. Ja, wir können ja nicht mehr lenken. Aber vor allem das, allein die Tatsache, dass er weiß, hey, ich habe den gerade voll abgeschossen. Das ist natürlich ein krasses Bild hier. Ich habe den gerade voll abgeschossen. Ha, aber fahren wir nochmal in ihn rein, weißt du? Das ist das Thumbnail des Tages. Brutalst. Hier, bam, einfach nochmal rein. Der sieht schon, dass ich nicht mehr anders lenken kann. Oder eine bessere Kameraansicht vielleicht. Sie bremsen hier ab für die Kurve. Und dann, zack, wir haben eiskalt abgeschossen. So, die weiße Felgen. Nee, silberne. Zu früh gebremst? Nein, absolut richtig. Ja, okay, gut, vielleicht ein bisschen zu stark oder zu spät. Aber dass uns da voll hinten drauf fährt, boah. Bam. Richtig brutaler Einschlag. Zumindest für uns hier. Bild beschreibt es halt fast besser, gell? Ist halt. Erinnert mich irgendwie an Österreich, wo uns da abgeschossen hatte. Nick de Vries. War ähnlich. Halleluja. Da hat jemand einen Hass auf uns. Da hat jemand einen Hass auf uns.
Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Schumacher, Gasly und Antonio Giovinazzi. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. So, wenigstens die schnellste Runde. Jetzt würde es mich nur interessieren, ob De Vries eine Strafe kriegt. Nee, null. Voll abgeschossen, aber nee, null. Keine Strafe nötig. Okay, pass auf. Qualifying ist das nächste. Nun, heute scheint nicht Ihr Tag gewesen zu sein. Erster, was? Was sagen Sie dazu? The fuck? Training ist holprig verlaufen. Nee, da kriegst du keine Antworten. Also so dumme Fragen und so Aussagen. Die Konkurrenz in dieser Saison für sich ein. Die Saison ist vorbei! Klingt, als hätte die Werkstatt da noch einiges zu tun. Wach auf! Ach, Claire. So. Genau, simulieren, dann kommt's Qualifying. Qualifying. Schauen wir mal, was drin ist. Vielleicht können wir uns hier nochmal eine Pole Position schnappen. Platz lassen zu Sol Matsushita. Was auch immer das ist für uns. Das sollte genug Platz sein. Auf geht's! Eine schnelle Runde in Brasilien. Vorhin gleich zu früh gebremst, deswegen ist uns da so hinten drauf gerattert, aber trotzdem. Hätten uns da nicht so hinten drauf rattern müssen. Das müssen wir auch anbremsen. Wie eine 107718 1978 so 7031 Kevin Magnussen. Und das liefert der erste Porsche. Der stellt sich mit der 1060. Boah! Fantastic! That was the fastest lap. Respekt. So far our fastest lap is a 1.6.0. So, nochmal raus. Schauen wir mal, ob wir es mal hinkriegen. Zwei Runden sollten reichen hier.
0,1. Ne, wird schon nicht so viel Zeit. Nö, kann man schon wieder reinfahren, das war nix. Wie gesagt, Gasly muss die Zeit erstmal schlagen, schauen wir mal. Vettel auf 3, das ist natürlich auch stark. AlphaTauri ist sehr schwach. Das Qualifying ist Platz 1 für uns. Wir werfen Vettel auf 3. Einen Blick auf unsere Top 3. Schumacher, Gasly und Sebastian Vettel. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon 15. Morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Latifi auf 12. Aitken auf 21. Okay. Na gut, dann starten wir halt von Pole. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt John V. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bleibt gesund. Bis denn.